Hallo, ich muss jetzt kurz ein Video machen. Eigentlich ist es nicht meine Art, irgendein Video zu machen, um über irgendwelche Sachen abzukotzen oder übers Leben abzukotzen. Aber die Saison ist gerade mal ein Wochenende alt und ich habe mich schon köstlich amüsiert in Facebook. Und zwar waren ja gestern, also am Sonntag, mehrere Treffen. Ich war leider nur auf einem und einem ganz kurz. Beides Top-Treffen, also Rastatt, ATT, gut. Das könnt ihr ja in meinem YouTube-Video sehen. Und dann war ich ja noch kurz in Sinsheim beim Green Chill. Da war die Hölle los. Also ich habe das noch nie gesehen, dass da so viel los war. Deswegen waren wir auch, ich weiß gar nicht, ich glaube eine halbe Stunde oder so. Egal, worauf ich hinaus will, es war noch ein anderes Treffen. Ist jetzt auch egal, es geht nicht um spezielles Treffen. Jetzt in dem Fall schon, aber es geht nicht um das Treffen selbst, sondern es geht nur um das Geschwätz. Es ist wieder extrem, denn ich habe gesehen, es wurde wieder übelst beleidigt, weil irgendwelche Pokaljäger keine Pokale bekommen haben. Und ich finde sowas ehrlich gesagt arm. Da wird ein Treffen, da wird über das Treffen gesagt, dass das Treffen schlecht war, weil man keinen Pokal bekommen hat. Und ich finde scheiße. Ich finde schade, weil man bekommt einfach, ich muss sagen, ich habe viel Trefferfahrung. Ich war auf sehr viel Treffen. Ich habe auch früher Pokale gewonnen. Mittlerweile sich das Ganze entspannt. Ich bin dann immer scharf drauf. Also ich fahre gerne auf Treffen, wo es keine Pokale gibt. Ich fahre aber auch gerne auf Treffen, wo es Pokale gibt. Aber mir persönlich ist es wirklich egal, ob ich einen Pokal bekomme oder nicht. Wenn ich eins bekomme, okay, cool, nehme ich. Wenn ich keinen bekomme, egal. Also ich mache ja so eigentlich auch gar nicht mehr groß mit. Es sei denn, der Veranstalter kommt und sagt, du, komm, mach mit, wir finden dein Auto cool oder sonst irgendwas. Aber mittlerweile sehe ich bei den ganzen Pokaljägern, dass das, du fährst aufs Treffen, dann wird erstmal total das Auto hochgewienert, ja, dann wird poliert und gemacht und ich weiß nicht, ob der das Auto putzt oder ob derjenige nur wichtig macht mit dem Auto putzen. Dann wird den ganzen Tag hier einer auf wichtig am Auto gestanden und Bewertung und ja, das ganze Trulala, ich habe am Auto gemacht, zähl jenes, bla bla bla. Am Schluss kriegt er keinen Pokal, dann fahrt er heim, dann schreibt er in Facebook, scheiß Treffen. Oder, was ich auch gelesen habe, da waren viel geilere Autos. Ja, aber es gibt auch viele geilere Autos, die wollen gar nicht mitmachen bei Bewertungen. Und da muss der Veranstalter halt nun mal das andere Auto nehmen, was nicht so gut war oder so. Ich finde schade, was ich damit eigentlich sagen will, ist nur, die Leute vergessen eigentlich das Schöne an dem Ganzen. Und einfach, du stehst früh auf, du fährst in eine Stadt oder in eine Gegend, in der du sonst nie bist, ja. Man sieht andere Menschen, andere Landschaften, man hat geiles Wetter. Wieso kann man das Treffen nicht einfach genießen, im Stuhl, mit den Leuten ablabern, Leute kennenlernen, anstatt sich drauf zu versteifen, sein Auto dermaßen hoch zu jubeln und präsentieren auf die scheiß Pokale, so ein, oh, ja, find schade. Ich hab echt mehr Spaß dran, ich fahre aufs Treffen, also wenn das Auto wirklich, wenn ich gerade durch den Regen gefahren bin oder Matschhaufen, dann gehe ich auch kurz drüber mit dem Lappen, ansonsten, jetzt habe ich ein Luftfahrwerk, jetzt mache ich noch Ablassen, aber mehr mache ich auch nicht und dann kümmere ich mich lieber, fotografieren, Leute treffen, Spaß haben den ganzen Tag, nach Hause fahren, das Ganze hochzuladen und vor allem, ich freue mich, dass es einfach diese Treffen gibt und gab. Ganz einfach und braucht da nicht negativ und da muss ich sagen, und wenn auf dem Treffen irgendwas war, wo ich wirklich denke, oh, das geht gar nicht, dann sage ich es dem persönlich oder ich schreibe dem eine private Nachricht oder was weiß ich oder ich sage, mir egal, sein Problem, aber ich kann ja trotzdem hingehen. Deswegen wäre cool, wenn sich ab nächstes Wochenende, wenn die nächsten Treffen losgehen, einfach die Leute ein bisschen entspannter sind und gechillter. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche, bis zum nächsten Treffen und immer das Leben genieße. Oder normal bleiben, bleibt einfach normal, egal wie die Karre aussieht, ob geil oder nicht so geil, ob ihr Pokalgewinner seid oder keine Pokalgewinner, bleibt einfach normal, genießt das Leben, bis dann, ciao.